Werder, ja, verliert 1 zu 2 gegen Borussia Dortmund und nach der langen Unentschieden-Serie, über die sich jeder Werder-Fan schon eigentlich beschwert hat, startet ja die Niederlagenserie. Wir haben jetzt das vierte Mal in Folge verloren und ja, heute zu Hause 2-1 gegen Dortmund. Ich muss sagen, heute werde ich nicht ganz so kritisch und harsch gegen Werder reden wie letztes Mal, denn Werder hat sich auf jeden Fall besser gezeigt. Gerade in der Offensive und generell in den Zweikämpfen. Überhaupt im Spiel war viel mehr Präsenz und Aktivität von Werder vorhanden. Eine hat mir heute ganz besonders gefallen und damit möchte ich direkt mal anfangen, weil ich den in den letzten Wochen auch immer viel geroastet habe und schlecht geredet habe. Beziehungsweise schlecht geredet, was, ja, also schlecht reden heißt ja eigentlich, man redet etwas schlecht, obwohl etwas gut ist. Er war auch wirklich einfach nicht gut. Ich habe es im Stream vorhin gesagt, ich habe es ein bisschen verglichen mit einem Fußballer, der zum ersten Mal bei einer Mannschaft ein Training macht und aufgrund von Nervosität irgendwie nicht richtig reinpasst. Das habe ich Osakos Leistungen heute mal betitelt in Bezug auf die anderen Spiele. Heute hat er mir deutlich besser gefallen, auch das erkenne ich an. Und ich freue mich auch, dass er besser performt hat, natürlich auch im Sinne der Mannschaft, aber auch für ihn selbst natürlich. Ja, Osako nämlich hat maßgeblich Anteil an dem Ausgleichstreffer zum 1 zu 1. Der da wirklich aktiv in den Zweikämpfen heute war und auch aktiv den Passweg zugestellt hat, somit den Ball gewonnen hat und weitergeleitet hat nach vorne. Und daraus ist dann das 1 zu 1 entstanden. Also ein großes Lob geht heute auch an Osako und auch ein Top. Nicht nur wegen dieser Aktion, sondern auch sonst in den Zweikämpfen sehr präsent. Hat viele Bälle gewonnen. Manchmal ist der Ball ein bisschen versprungen. An eine Szene erinnere ich mich, da hat er dann direkt nachgesetzt und den Ball wieder gewonnen. Und bei Osako war das sonst immer so, entweder war den Ball verloren, dann war er weg und er konnte nichts machen. Heute war das ein anderer Osako in meinen Augen. Osako hat, er hat das Momentum gehabt. Er war nicht mehr der Fremdkörper, er war zu jedem Zeitpunkt auch irgendwie am richtigen Ort und hatte auch diesen, er war nicht immer diese Sekunde zu spät. Also bei ihm hat heute einfach viel gepasst. Und aufgrund dieser Leistung, in der zweiten Halbzeit hat man nicht mehr ganz so viel von ihm gesehen, aber er hat immer noch viel gearbeitet. Aber aufgrund einmal dieser Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit und die Tatsache, dass er einen schönen Formanstieg heute gezeigt hat. Ich hoffe, er kann es jetzt mal halten, weil er ist ja auch oft leider unkonstant. Manchmal gute Spiele, dann wieder komplett scheiße. Aufgrund dieser ja, Formsteigerung und es den Kritikern mal gezeigt hat, gibt es heute auf jeden Fall mal einen Top. Und er ist ja heute auch der Einzige. Ja, bei den Flops, dann fangen wir heute einfach direkt mal mit den Tops und Flops an. Habe ich Sargent, der wiederum hat mir heute nicht so gut gefallen. Wieder viel zu unscheinbar auf dem Platz. Ja, und für einen Stürmer war mir das heute auch zu wenig. Auch bei Osako da, diese Stürmerkompetenzen, Abschlüsse und so weiter, war mir bei Osako auch zu wenig. Für mich sind einfach Osako und Sargent beides keine Stürmer, muss ich ehrlich sagen. Sie machen viel auf dem Feld. Sie spielen auch eigentlich guten Fußball, aber sie sind in meinen Augen von den Rollen her keine Stürmer, weil wie viele Torschüsse haben die? Ich sehe die nie schießen. Und ja, wir haben einfach das Stürmerproblem momentan. Rashica bolzt ständig rauf. Guten Selke bringt jetzt auch nicht so viel aufs Tor, aber auch ein Füllkrug, das sind richtige Stürmer, die wissen, wo das Tor steht, die haben Bock, ein Tor zu schießen. Und bei Osako und Sargent habe ich einfach immer das Gefühl, dass die was anderes machen wollen, außer halt Tore schießen irgendwie. Wie gesagt, das sind große Arbeiter und die haben auch Bock, aber sie sind einfach falsch in dieser Stürmerposition. Aber klar, da kann man Kofeld jetzt auch keine großen Vorwürfe machen, weil Sargent verletzt, Selke verletzt, Rashica verletzt und Füllkrug verletzt. Da hast du nicht mehr viele Alternativen. Wollte Madam wurde eingewechselt, dass der auch keine Bälle aufs Tor bringt, haben wir auch gesehen. Aber natürlich hat Dortmund dann auch bei 1-2 gut zugestellt. Da gab es jetzt auch nicht so viele Räume für Wollte Madam, hat es versucht. Konnte sich dann aber auch nicht mehr so richtig profilieren. Kam auch nicht so viele gute Zuspiele. Ist immer schon gut reingelaufen. Aber auch ein Wollte Madam hat heute die Zweikämpfe nicht gewonnen. Auch Kopfballduelle verloren, was da eigentlich seine Stärke sein sollte bei seiner Größe. Aber natürlich darf auch ein Gigantos wie er mal ja, ein paar Kopfballduelle verlieren. Trotzdem natürlich blöd. Ja, dann komme ich jetzt mal irgendwie zum Spielverlauf. Machen wir jetzt die Überleitung. Also Werder, ja, 1 zu 0 in Rückstand geraten. Da hat die Zuordnung überhaupt nicht gepasst. Eigentlich war der Freistoß schon halb verteidigt. Aber dann, ja, konnte Dortmund sich den Ball trotzdem noch ja, wunderbar hin und her spielen. Ja, und jedes Zuspiel hat bei Dortmund locker gepasst, weil das Deckungsspiel von Bremen komplett versagt hat. Dortmund da einmal viel aktiver, wacher in der Aktion. Und so stand es dann 1 zu 0 mit dem Lupfer von Guerreiro war's. Ja, Werder aber auch schon davor und auch dann nach dieser Aktion weiter aktiv im Spiel. Man hat was versucht. Man hat Nadelstiche die ganze Zeit gesetzt. Dortmund zwar spielbestimmt, aber man hat das Spiel nicht hergeschenkt. Man hat die Zweikämpfe auch aktiv, man ist sie angegangen. Dortmund hat man wirklich gefordert. Also Dortmund natürlich, wie gesagt, spielbestimmt, haben auch super schnell einen attraktiven Fußball gespielt. Dortmund hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr viele schnelle Dribblings. Das war auch wirklich nicht einfach für Werder heute. Und trotzdem hat Werder es geschafft.
Nadelstiche zu setzen. Und man hat es ähnlich wie gegen Bayern gemacht, so würde ich das mal gerne vergleichen. Man hat die hohen, weit vorne stehenden Dortmunder versucht, in den Konter zu locken. Und es hat auch eigentlich weitestgehend gut geklappt. Aber wie gesagt, nicht viele Abschlüsse rausgespielt, aber immer mit den gefährlichen Flanken. Aber das habe ich schon letztes Mal bemängelt gegen Leipzig. Was bringen uns Flanken, wenn wir keine kopfballstarken Stürmer da vorne haben? Ja, aber man hatte mehr Zweikampfwillen gesehen, mehr Offensivszenen. Ja, und ein bisschen mehr Wille zum Tor. Aber wie gesagt, das war der letzte Pass war scheiße und es kam einfach viel zu wenig Bälle aufs Tor. Ja, und wer da mal aufs Tor geschossen hat, war Möwald. Super aufgelegt von Eggestein. Und da war halt so eine Riesenlücke, der konnte Möwald den perfekt reinziehen auf die kurze Ecke und den reinschießen. Super Abschluss. Ja, sowas würde ich gerne einfach öfter mal von den Stürmern sehen. Und wenn sie halt im Strafraum nicht zu Abschlüssen kommen, dann mal aus der zweiten Reihe. Weil wie gesagt, es sind die Stürmer. Und irgendwie funktioniert aber dieses Konstrukt nicht, dass unsere Stürmer die Tore schießen. Also ich habe es ja gesagt, Sargent hat ein Saisontor und ich glaube, Osako hat noch gar keins. Also das sind unsere Stürmer, die ganz viel Spielzeit schon hatten. Ich glaube, Sargent war jedes Spiel auf dem Feld. Osako, glaube ich, so ja die Hälfte. Aber Osako kein Tor, Sargent eins. Und das sind unsere Stürmer. Mal drüber nachdenken, Herr Kohfeldt. Aber wie gesagt, ihm sind die Hände gebunden, Füllkrug verletzt und auch ein Selke fehlt und Rashica auch. Also da kann man Kobe, wie gesagt, auch nicht so die Vorwürfe machen, außer dass er vielleicht diese beiden Jungs, Sarge und Osako, da noch nicht richtig einstellt. Beziehungsweise irgendwie ist die Rollenverteilung da nicht ganz deutlich. Und ich entschuldige gerade diese wechselnden Lichtverhältnisse auf meiner Fresse. Das liegt daran, dass gerade Werbung läuft hier am Fernseher und ich nutze immer das schöne Ambilight von meinem Fernseher als ja, Beleuchtung. So, machen wir schnell weiter. Ja, dann halt das 2-1 in der zweiten Halbzeit von Dortmund. Ein blöd verursachter Elfmeter von Pavlenka, der da unnötig den Akanji ummäht von hinten. Der Ball war eigentlich nicht gefährlich. Hat den Elfmeter verursacht, dann hat er ihn sogar pariert, aber leider ja nach vorne. Und dann konnte Reus im Nachschuss den reinhauen. Dann stand es schon 2-1 für Dortmund. Ja, sonst wäre Pavlenka definitiv auch auf der Top-Liste gelandet. Und auch trotz des Patzers gehört er, nein, der gehört nicht auf die Top-Liste, auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, Pavlenka sonst überragend gehalten. Und er hat mal wieder gezeigt, dass er früher gerne Eishockey-Torwart werden wollte. Denn diese Reflexe, die sind einfach weltmeisterlich. Und da würde ich wirklich behaupten, dass Pavlenka zu den weltbesten Torhütern gehört in der Kategorie Reflexe auf der Linie. Denn das beherrscht kaum ein anderer so gut wie er. Und da hat er uns schon gut oft den Arsch gerettet. Ja, ich bedanke mich vor allem auch bei den Livestream-Zuschauern, die heute dabei waren. Es war sehr, sehr geil. Viele coole Fragen, coole Themen, die wir hatten. Auch wir haben über Böllerverbot gesprochen, natürlich auch wieder über das Lieblingsthema Corona. Es ist immer wieder richtig cool mit euch. Ich bedanke mich für den geilen Stream. Und ich bedanke mich auch für die Spenden heute. Da haben wir unser Kinderhospiz, unsere Spendenaktion gut nach oben getrieben von 35 auf 55 Euro heute. Kamen auch Spenden von Dortmund dann. Also sehr cool, wenn ihr Bock habt, euch dazu beteiligen und das Spendenziel voll zu machen. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Ist, wie gesagt, für einen guten Zweck. Und für was das Kinderhospiz da ist, steht auch alles in der Videobeschreibung. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit. Die nächsten Streams werden auf jeden Fall kommen. Ich mache noch das Pokalspiel gegen Hannover am 23. Das Ligaspiel am Wochenende mache ich natürlich auch. Und dann ist ja die kurze Weihnachtspause bis Anfang Januar nur. Geil, denn da geht es nicht direkt schon weiter. Alles schön kompakt hier dieses Jahr, diese Saison. Ich wünsche aber denjenigen, die nicht mehr reinschalten, schon mal eine schöne Weihnachtszeit. Eine gesunde Weihnachtszeit, dass niemand irgendjemanden ansteckt. Alle gesund bleiben, ganz wichtig. Und dann natürlich hoffe ich auch, dass ihr geile Geschenke kriegt. In dem Sinne, ja, haut rein. Ciao.